Bei mir? Die haben ja auch mein Equipment. Na? Ah, jetzt. Ah, ein Buch. Wo geht's jetzt hier nur lang? Okay, da geht's auf alle Fälle da hinten raus. Also auf diesen komischen Vorsprung da. Ein Fasan. Zeug. Und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Lauch. Hähnchen. Das Schlimme ist. Ah. Jetzt müssen wir doch noch das dritte Kaninchen nehmen. Ja. Ich hatte schon einen gewissen Ekelfaktor hier. Aber es ist halt normal. Tiere müssen gekillt werden, damit man die essen kann. Man kann sie natürlich auch lebendig essen, aber da zappeln sie zu sehr. So. Aha. Hier ist diese Magier-Tussi gewesen, die mir echt das Leben zur Hölle gemacht hat. Oh, nicht so schön. Die ist echt nicht von schlechten Ohren gewesen. Kriegshammer, okay. Wir müssen doch bald mal da sein. Was geht denn hier ab? Pilz? Okay. Alekia, halt! Ihr habt eure Stärke bewiesen. Lasst uns weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich glaube, ihr und ich haben einiges zu bereden. Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beiden, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Wie bitte? Okay. Nein, nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnet wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Aha. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Sie vertraut euch, zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind. Dass sie fliehen muss, bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Okay. Gut, wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Ja, dann...
hat mich halt überzeugt. Wir hätten den natürlich auch töten können, wie den Rest. Aber, naja, Feuer drunter, schon wieder. Was bringt mir das denn, wenn ich das jetzt finde? Nichts. Ein paar Motten. Oh, sind ja ziemlich viele. Fühlt ihr euch krank? Der Alikia. Oh ne, Hühnerei. Jupp. Nochmal. Ihr braucht etwas? Ach du Scheiße, ist das mies gewesen. Ihr braucht etwas? Die hätten mich ja sofort gekillt, Mann. Das ist ja, wäre nicht so schön gewesen. Echt nicht. Was braucht ihr? Naja. Frauen in Nöten hilft man jedes Mal gern. Aber man wird auch relativ oft von denen einfach nur so hinters Licht geführt. Das ist echt schade. Wie der da draufhaut, das ist so. Boah. So ganz leicht. Ja, boom. Boom. Okay. Sonst habe ich. Ich habe diese komische grüne Stelle da, wo der Drache uns angegriffen hat. Der Blutdrache und die ganzen Mammuts waren. Ich glaube, da war eine grüne Stelle, die ich hätte auch. Oh, jetzt habe ich so einen Krug mit mir. Ne? Die ich hätte abbauen können. Was auch immer das war. Aber das ist halt nicht so. Hat halt nicht sollen sein. Geht's raus, da geht's raus. Yeah. Aber wir werden jetzt nicht zurückgehen, nur wegen der. Wenn wir mal wieder in der Gegend sind, reden wir mit der aus. Sonst setzt ein Drache sein Feuer- oder Frostatem ein. Spricht er Worte einer alten, mächtigen Sprache. Ein Kampf zwischen zwei Drachen ist im Grunde nichts anderes als eine verbale Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang. Eigentlich ziemlich interessant. Drachenfeste. Na komm. Was ist denn das hier eigentlich? Ah ja, lass ihr den. Ah, das Kopfgeld geben. Oh Gott. Und Sadia wegbringen. Gestohlene Bücher. Kann ich auch eigentlich noch machen. Feste. Nee. Bin ich denn? Ich könnte nach Horextat gehen und dann nach Noten. Nee. Nee. Genau, dahin will ich. Als nächstes. Gehe ich da geradeaus durch? Ja, ich gehe nach Mortal. So. Geht's jetzt direkt. Einfach nur schnurstracks gen Norden. Kurz noch gucken, wie viel. Ah, ich kann sogar noch ziemlich viel tragen. Das ist gut. Kann ich das dann auch gleich mal ausprobieren? Wolf. Oh, oh F. Macht der Gewohnheit. Ich drücke immer F und will ins Menü rein, weil ich immer denke, das wäre Schnellwahlsystem, aber das ist es ja nicht. Ah ne, nicht Raserei. Seelenfalle. Jetzt, genau. Und er ist der Feuerblitz, genau. Ich hab Wolf jetzt mal down. Letzte Zeit lange nicht mehr gemacht. Einfach mal Seelensteine aufladen. Und durch das Verzaubern sind die natürlich alle weg. Also bis auf die ganz großen Steine. Die wirklich gut sind. Aber, naja. Eigentlich müsste man immer bei ganz großen Gegnern das probieren. Mit bisschen Glück klappt das vielleicht auch mit Drachen. Wobei so eine Drachenseele ja von Dorakin selbst aufgenommen wird, von daher dürfte das nicht funktionieren. Ah, ein Eisgeist, wie es scheint. Oder irgendwas anderes. Was so ähnlich ausschaut. Was ist das denn? Ich bin ja schon ganz schön weit gekommen, du. Von hier nach hier oben. Cool.
Ist da jemand? Bleib!